Ein bisschen mit dem Gedanken trage ich mich schon länger. Das war jetzt nicht so eine Hauruck-Aktion. Die letzten ein, zwei Jahre habe ich immer schon, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu tun. Dann habe ich im März in Doha meinen Unfall gehabt und habe dann den Oberschenkel heiß gebrochen. Habe ich gedacht, oh, hoffentlich hast du jetzt nicht den Zeitpunkt verpasst. Und dann habe ich ja tatsächlich mein Pferd Mila auch an Owen gegeben und habe schon so ein kleines bisschen auch gedanklichen Rückzug gemacht. Dann gab es jetzt vor 3 Wochen noch mal eine Chance, weil ausgerechnet Owen sich jetzt die Hand gebrochen hat, dass ich doch vielleicht noch mal hier eine Einladung bekomme, wo Mila reiten kann. Dann habe ich gedacht, so für mich, oh, wenn das halbwegs läuft und ich mich nicht lächerlich mache, dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt. Und in den letzten Tagen ist das halt so ein bisschen in mir gereift. Und dann heute nach der Runde erst eigentlich mit Mila haben wir dann entschieden, okay, das jetzt zu machen. Der Ort ist, glaube ich, es gibt keinen besseren dafür. Das mit dem Publikum, das hört man ja oft, aber ich glaube, es ist wirklich einmalig hier in Aachen. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt kommen Menschen hierher, die sonst nicht zum Reitsport kommen, die hier wirklich hinter dem Reitsport auch stehen. Jetzt nicht nur mehr als Person, weil ich hier mal was gewonnen habe. Ich habe ja auch viel in den 35 Jahren Schiffbruch erlitten. Es war immer ein sehr faires Publikum und deshalb glaube ich, ist es der richtige Ort. Und ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ehrlich gesagt. Das ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, aber ich bin absolut happy, dass es jetzt so gelaufen ist und ist auch froh, dass es die Entscheidung jetzt gibt.